Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine OMSI-Freunde. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video oder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es war ja lange Zeit ruhig bei mir auf dem Kanal. Hatte seine Gründe. Aber dafür geht es jetzt umso besser weiter. Und zwar machen wir heute einen Beta-Test. Weil ich habe eine neue Karte zugeschickt bekommen vom lieben Niklas. Und zwar ist das noch eine Beta-Version, eine frühe Beta-Version der Karte Nearspec. Hat im Moment drei Linien, die man testen kann. Ich werde euch auch alle drei vorstellen in einem kurzen Video. Was heißt kurz? Wir fahren die Linie nicht komplett ab. Damit ihr schon mal seht, wo das Ganze hinführt, wie das Ganze ausschaut schon in dem frühen Stadium. Wie gesagt, es ist eine Beta-Version, es wird noch nicht alles perfekt sein. Und wir gucken mal, wie der Fahrplan funktioniert, ob der schon passt. Und ja, wir gucken uns einfach die Karte mal an. Und starten heute mal mit der Linie 401. Die fährt zum Niersbecker Hauptbahnhof. Dauert ungefähr, glaube ich, 55 Minuten. Also das Video wird heute ein bisschen länger. Aber also da es halt eine komplett neue Map ist und ich bin auch schon mal eine Runde drauf gefahren. Also es schaut ganz gut aus. Als Bus nimmt man immer in den normalen MAN aus der Stadtbusfamilie. Aber wie gesagt, der Bus steht ja heute nicht im Vordergrund. Wir haben ja heute die Karte im Vordergrund. Und ich bin jetzt auch gespawnt Oberdörnen Bahnhof, also an der Stadthaltestelle, wobei wir fahren das hin zur Haltestelle. Und da fällt mir auch schon hier auf, den Gang habe ich schon drin, dass hier schon die Schienen etwas hoch stehen. An der Stelle. Also die könnten hier noch einen Tick weiter in den Boden reihen. Von der Optik her. Also wenn wir hier am Oberdörner Bahnhof. Also man sieht eine Mischung an den Fahrzeugen, auch moderne, ältere Fahrzeuge verbaut. Also hier, das gefällt mir schon ganz gut. Also ihr dürft auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Karte gefällt. Von der Bauweise her. Hallo, hallo. Und ja, weil der liebe Niklas wird auf jeden Fall auch die Kommentare lesen. Und ja, einfach mal konstruktive Kritik dazu schreiben. Und wir wollen ja, dass die Karte dann noch, wenn sie dann mal released wird, dementsprechend sehr gut ausschaut und sehr gut wird. Und deswegen dürft ihr dann gerne auch mal kommentieren, wie euch das Ganze gefällt. Und natürlich auch das Däumchen nicht vergessen. Und wer noch nicht abonniert hat, darf auch gerne ein Abo da lassen, weil es werden jetzt Hallo. wieder ein paar Videos kommen von mir. So, dann werden wir mal die Zeit vorspulen. 10. So, mal gucken, ob der noch mit will hier. Ja, der will noch mit. Morgen. Morgen.
Hallo. Die will auch noch mit. Und dann starten wir mal. Also hier, das finde ich auch schon mal optisch gut mit dem, mit der Baustelle hier. Das gefällt mir schon ganz gut. Auch die Häuser, die hier verbaut sind. Die Eingangstüren, also es ist schon wesentlich besser als manche Payware. So. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Eine Kurzstrecke bitte. Danke. Und dann gucken wir uns das mal jetzt mal den Fahrplan an. Die Performance der Karte. Wie gesagt, ich bin gestern schon mal ein bisschen gefahren. Das weiß ich noch nicht aussagekräftig. Auch hier wurde die Windräder verbaut. Aber für mich muss eine Karte immer so, muss immer schön, schön ausschauen. Aus dem Bus raus. Also ich bin jetzt niemand, der ja. Der sie alles rauszoomt und sich alles ins Detail anguckt. Also für mich muss es aus dem Bus aus gut aussehen. Wenn man rechts und links guckt, die Backdrops müssen einigermaßen, wenn welche gesetzt sind, müssen passen. Aber auch hier die Landschaft gefällt mir schon sehr, sehr gut. Weil ich das Gras hier rechts im Streifen. Da müssen wir gucken, das schaut jetzt ein bisschen. Ne? Okay, es ist jetzt nur ein 2D-Modell. Ob man da vielleicht nochmal ein bisschen was Dichteres hinstellt. Aber so der erste Eindruck ist schon mal sehr, sehr gut. Also auch performancemäßig. Ich habe jetzt zwar noch meine FPS nicht eingeblendet, aber gestern hatte ich immer so um die 45 bis 50 FPS. Ist ja auch mal abhängig, was von Busmann verwendet und so weiter. Also
Okay, wieso schaltet der Bus nicht weiter? Okay. Man sollte vielleicht auch die Weiterschaltung anschalten. Also Straßenführung finde ich auch schon mal sehr, sehr gut. Kann man gut fahren. So, Schloss Seydlitz. Okay, wenn man hier dann jetzt den Gegenverkehr hat, ist es auf jeden Fall schon mal schön eng. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Auch hier. Also die erste Runde fahre ich auf jeden Fall erstmal ohne Kollisionen. Um mal zu gucken, wie der Grundsatz läuft. Der Karte, also bisher schaut es ganz gut aus. Guten Morgen. Guten Morgen. Also auch die Hilfspfeile sind ganz gut gesetzt, was ich so bisher sehe. So, wir müssen jetzt nach rechts. Kann man hier rausfahren, der blinkt nämlich. Was haben wir denn hier Schönes? Auch im Schloss, alles das Schloss, genau wo wir gerade waren. Also sehr schöne Objekte verbaut, muss ich sagen. Also dafür, dass es eine frühe Beta-Version ist, bin ich schon sehr, sehr begeistert. Okay, hier will keiner mit. Also bisher schaut der Fahrplan auch ganz gut aus. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber ich finde die Mischung so aus dem ländlichen und dann wieder die Städte. Das ist genau das, was so eine Karte auch ausmacht. Hallo. Das macht so eine Karte auch auf jeden Fall abwechslungsreich. Morgen. Morgen. Boah, ist der Scheiß wieder. Fährt der, das ist ja unglaublich. Halt die Fresse da hinten. Ansonsten aussteigen. Wir testen hier die Karte erstmal. Gleich wieder rumnölen. Okay, hier habe ich jetzt schon auf jeden Fall schon mal Verspätung.
mal gucken, wie sich jetzt die Verspätung hier jetzt hier so entwickelt. Okay, hier fahren die Autos schon mal ineinander durch, aber das ist halt typisch ein OMSI-Problem in der KI. Hier steht jetzt die Poller an der Seite, also gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also Hut ab. Guten Tag. Ein Fahrschein bitte. Dankeschön. Ja, mal gucken, wann ich das Video jetzt veröffentliche. Ich nehme es jetzt am Dienstag 22. auf. Gucken, vielleicht veröffentliche ich es auch heute noch. Dann könnte ich eventuell dann Donnerstag oder Freitag dann die nächste Linie euch hochladen. Und dann am Sonntag die dritte. Muss ich mal gucken, wie ich zeitlich das schaffe. Ich weiß jetzt momentan nicht, was hier noch an Zusatzcontent dann noch dazukommt, wenn die Karte dann mal fertig ist. Weil momentan wird die München-Demo und Hamburg benötigt. Hallo, eine Karte für eine Kurzstrecke bitte. Plus noch ein paar kleinere Add-ons. Die man aber im Forum beziehungsweise in der OMSI Webdisk runterladen kann. Also momentan sehr, sehr auf jeden Fall, wenn es so bleibt, auch da vom Installationsaufwand später sehr gering, da wenig anderer Content verbaut worden ist. Muss man gucken, wie es sich halt dann entwickelt, natürlich jetzt für. Weil die Karte ist ja schon mehr oder weniger. Ja, fertig weiß ich glaube ich nicht. Aber die Linien müssen natürlich noch gebaut werden und so weiter, also. Aber Leute, was ich hier sehe, das ist schon mega. Also, es tut mir echt leid. Wenn ich da jetzt an den Köln-Release denke, an den Pavia, dann sehe ich das hier. Und das ist hier eine frühe Beta. Auch der Turm hier und davor dieser Steinlöwe. Was könnte ich mir vorstellen, dass das Objekt hier aus München stammen könnte? Eine Kurzstrecke kriegst du. Einmal normal bitte. Danke. Also Fahrkarten kaufen sie auch schon, das ist schon mal sehr gut. Das funktioniert auch. Okay, hab ich jetzt schon 2 Minuten Verspätung. Und ich habe jetzt nicht viel gedrödelt. Also hier die Verkehrsführung finde ich sehr gut.
Das ist ganz gut gemacht mit den Hindernissen. So, jetzt wird's interessant. Ups. Man merkt, ich bin lange kein Omsi gefahren. Muss mir das wieder ans Lenkrad gewöhnen. Morgen. Tag. Hallo. Morgen, hallöchen. Ja. Durchgehen bitte, durchgehen. Also hier ist es auf jeden Fall sehr eng. Das ist schon mal auch ganz gut gemacht. Oh, da drängeln wir uns vor. Wie gesagt, schreibt auf jeden Fall mir mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt bisher. Und wie gesagt, für eine Beta ist das schon richtig gut. Na, Niklas, die planen, glaube ich, mit bis zu 16 Linien, glaube ich, habe ich gelesen in der Vorschau. Also es ist wirklich eine Map, die wirklich sehr, sehr gutes Potenzial hat. Und ihr merkt es ja auch, wie gesagt, von der Performance, dass die Karte wirklich gut läuft. Hier die Kreisverkehre. Ich mag hier überhaupt nicht Kreisverkehre, also. Aber sehr gut gebaut. Hier ist eine kleine Siedlung noch. Dann haben wir hier noch einen Bauernhof. Auch sehr schön auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Also auch hier die Felder würde ich genauso lassen, wie es ist. Da würde ich jetzt nichts groß draufstellen, weil es schaut so nach abgeerntetes Feld. Weil im Hintergrund sieht man ja noch Bäume und so weiter, also es ist nicht zu leer. Vielleicht noch einen Trecker draufstellen oder ne, irgendwo einen Strohballen oder sowas platzieren. Das würde schon reichen. Weil man sieht ja auch hier die Gewächshäuser und so weiter. Also es wirkt nicht zu leer. Aber ich sage auch hier wieder die Hilfspfeile top gesetzt. Wirklich sehr gut gemacht. Also bisher läuft der Fahrplan sehr, sehr gut. Also da, wie gesagt, auch ein Lob an den Fahrplanersteller, der den Fahrplan gemacht hat.
Was ich so bisher. Also die ersten Haltestellen laufen gut. Mal gucken, ob vielleicht irgendwo ein kleinerer Puffer eingebaut ist. Falls man mal eine Ampel nicht schafft oder sowas. Hier zum Beispiel können wir durchfahren, hier steht keiner. Also diese Performance sehr, sehr gut. Wenn man es bedenkt, ich fahre mit einem Payware-Bus. Ich glaube, ich soll was essen. Donnerheilig, ich habe es Dönerheide gelesen. Ich glaube, ich sollte die Videos aufnehmen, wenn ich vorher was gegessen habe. Dann komm, Benz, fahr zu. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt mit den Autos, dass hier auch moderne Fahrzeuge verbaut. Also nicht diese typischen alten. Ah, da bietet ja auf jeden Fall Hamburg genügend Auswahl. Hallo. Hallo. Also hier gefällt mir auch, okay, hier liegen jetzt die Ballen da. Aber zum Beispiel die Straße mit dem abgegrenzten Radweg. Finde ich sehr, sehr gut. Wollen wir hier aufpassen, die 401 geht geradeaus. Also bis hierhin teilt sich quasi die 401 und die 402 den Weg erstmal. Also bei den Linien bitte da, weiß ich jetzt nicht, ob die so bleiben, weil das sind das mal drei Testlinien. Da müssen wir einfach mal gucken jetzt, was dann der Mapbau dann wieder fortschreitet natürlich. Ich glaube, das. Also hier müsste man nochmal gucken, die Pfade. Weil der traut sich jetzt nicht an dem Mercedes vorbei. Ich fahre jetzt einfach mal durch. Ob man da vielleicht den Fahrzeugpfad nochmal einen Tick nach rechts schiebt, dass die nicht stehen bleiben, wenn da jemand links abbiegen möchte. Okay, ein kleiner Hänger mal. Und schon wieder ein Kreisverkehr.
Boah, fährt der Scheiße. Ja, meine Fresse. Komm vor und mach's besser. Mein Gott. Also wer eine fertige Karte vom Mapbauer sehen möchte, der kann sich gerne die Map Kerkrich runterladen. Auch eine sehr, sehr schöne Karte. Hatte ich auch in meinen Videos schon drin. Okay, hier habe ich dann 2,5 Minuten. Okay, wenn man jetzt hier den Stau abrechnet. Gute Minute. Bitte. Ja. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Fahrkarte bitte. Dankeschön. Hallo. Also so groß Fehler habe ich jetzt noch nicht gefunden. Okay, ich suche momentan auch nicht unbedingt alles haarklein. Es gibt bestimmt einen oder anderen Fehler noch. Aber mir ist jetzt bisher nichts direkt ins Auge gesprungen, jetzt wo ich sage, okay, das ist jetzt... Ist ja bis auf die Schienen, wie gesagt, am Spawnpunkt. Ich denke mal, das soll jetzt nicht das Problem sein, das zu beheben. Wie gesagt, der eine Pfad jetzt von der KI. Ich denke, das dürfte auch nicht das Problem sein. Aber ansonsten, ich sehe jetzt keine Autos hier im Boden versunken. Also auch hier die Straße, wenn man mal reinguckt. Okay, jetzt addiert sich noch die Verspätung. Hier ist hier noch eine Stadtbahn oder Straßenbahn. Gucken wir mal, vielleicht kommt da irgendwann mal eine KI, die hier fährt. Altes Landgericht. Also bisher Hallo. Muss ich sagen. Hut ab. Hallo. Gute Arbeit. Also ich habe jetzt bisher nichts Negatives an der Karte auszusetzen. Zumal es ja eh noch eine frühe Beta ist. Und ganz wichtig, hier gerade gibt es noch nichts zum Download aktuell. Wir haben nur ein paar Leute zum Testen bekommen. Also spart euch auch die Fragen, kann ich die Karte haben oder und so weiter. Also das, sobald es da was Neues gibt, entsprechend
wird es auch dann entsprechend kommuniziert. Wenn es auch neue Versionen gibt, ich denke mal, der Niklas wird ein bisschen noch dran bauen. Und sobald es dann was Neues gibt, werde ich es noch wieder zeigen. Und sobald es Infos zum Release gibt, natürlich auch. Guten Morgen. Guten Tag. Morgen. Einmal normal, bitte. So, dann gucken wir gleich mal hier rechts und links. Also aus der Busperspektive schaut schon sehr, sehr gut aus. Das, was wir bisher gesehen haben. Das kann ich immer wieder nur betonen. Auch schön abwechslungsreich verbaut. Also nicht immer eintönig ein Haus nach dem anderen das gleiche, sondern auch immer abwechslungsreich verbaut. Oh, hier ist ein Benz-Händler. Ich hätte nur schwarze Autos. Auch hier schön, dass hier ein paar parkende Fahrzeuge stehen. Wieder mal eine Spur zumachen. Okay, was macht jetzt hier der? Hallo. Hallo. Okay. Also den Mast finde ich jetzt hier unglücklich gesetzt. Diesen hier. Der direkt an der Haltestelle, das ist irgendwie, gefällt mir jetzt nicht so. Vielleicht kann man den eventuell noch woanders hin platzieren oder vielleicht ein Stück zurück neben die Wartehalle. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. So wie der zum Beispiel hier steht. Aber direkt vorne an der Straße fand ich es jetzt nicht so schön stehend. Aber das denke ich mal ist auch eine Kleinigkeit, die man recht schnell beheben kann. Also hier schauen die Schienen auch wieder etwas nach oben. Das würde ich aber hier so lassen, weil es bei den Straßenbahnschienen manchmal auch so ist. Dann darf es ruhig auch mal scheppern im Bus. Auch hier würde ich schon bei den Tankstellen der abgesenkte Bordstein. Das irgendwie auch, keine Ahnung, das können auch nicht viele. So, die 3,3 Minuten Verspätung halten sich bei mir hier hartnäckig. Da würde ich vielleicht, ist es meine Meinung, vielleicht noch einen Tick entspannteren
Fahrplan machen, also etwas angepasstere Fahrzeiten. Und vielleicht irgendwo an einem Bahnhof, wo man nicht direkt auf der Straße parkt, sondern hier zum Beispiel jetzt, wenn man da reinfährt, dass man da vielleicht einen kurzen Aufenthalt hat von einer Minute, wo man eventuell dann eine Verspätung wieder wieder wegmachen kann. So, hier geht's nach Rees und Xanten. Hans-Dieter Hübschplatz. Okay. Ja, also bisher, Leute, kann ich nur Positives über die Karte sagen. Und so soll es ja nochmal sein, also. Mal gucken, was die anderen Leute sagen, die auch die Karte auch noch bekommen haben. So, schon wieder eine rote Ampel. Hallo. Einmal die Kurzstrecke. Kriegst du. Danke. Bitteschön. Hallo. Auch die Kreuzungsbereiche hier, also ist richtig gut verbaut. Hier. Also Straßenführung, wie gesagt, gibt es schon, gibt es auf jeden Fall von mir ein sehr gut hier. Kann ich echt nicht meckern. Auch hier wird diese typischen Inseln und so weiter. Mal rüber und rüber. Was ist das so? Was ich so mag an den Karten, wenn die Straßen nicht nur geradeaus gehen. Guten Tag. Hallo. Ab und zu mal den Verkehr, morgen fast so eine Verkehrsinsel rein oder sowas. Also so sieht es ja in der realen Welt ja auch aus. Oh, hier ist das Arbeitsamt. Also es fährt sich sehr, sehr angenehm. Die Performance seht ihr selber.
Morgen. Morgen. Das ist, glaube ich, ein Haus hier aus aus Hamburg, oder? Na komm, können wir schon nicht einigen. Hallo. So, wir sollen die erste Ausfahrt rausfahren. Dann fahren wir auch die erste Ausfahrt raus. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Also ihr merkt, ich habe da wirklich Bock, gerade hier lang hier die Linie abzufahren. Es macht wirklich Spaß hier. Also Straßenführung, Linienführung bisher sehr, sehr gut. Schön abwechslungsreich. Jetzt sind wir ja gerade hier jetzt hier in der Stadt. Ampelschaltungen bisher kann ich nichts Negatives dazu sagen. Ja, aber alles in allem bisher nur positiv. Also für eine frühe Beta-Version, wie es bezeichnet wird, ist das schon sehr, sehr gut. Also auch so von den Fahrzeugen, von der Fahrzeuganzahl ist das sehr gut gemacht, muss ich sagen. Bei mir fällt zum Beispiel immer halt in Düsseldorf auf, auch wenn ich die KI etwas runterschraube, hat man trotzdem mal an manchen Stellen zu viel Fahrzeuge. Aber hier zum Beispiel, hier fährt man ganz, ganz entspannt. Man sieht KI. Aber es ist nicht zu viel, dass es Staus entstehen. Also von daher auch wieder ein Pluspunkt. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Danke. Bitteschön.
So, hier haben wir mal eine Spur, die zugemacht ist. Auch mal eine gute Idee. Hier ist ein Kanal, okay. Wahrscheinlich Brückensanierung. Oh, da fahre ich jetzt noch drüber. Ein Busfahrer darf das. So, mal hier reingucken. So musst du mich mal in einem Backdrop ausschauen. Einfach die Straße weiterführen. Keinen Backdrop setzen. Wobei, ich rede mich sehr, sehr leicht. Ich weiß jetzt nicht, was das von Aufwand ist, sondern das dann auch von den Objekten her zu gestalten. Okay, das war ja mein Fehler. Ey, ich kann echt nicht mehr fahren hier. Guten Tag. Morgen. Also hier die Gestaltung, schön voller Parkplatz, auch das finde ich gut gelungen. So, dann guck mal, wie das neue Rathaus dann aussieht. Okay, hier müsste man eine KI mal gucken. Ihr habt es gerade gesehen, wir haben grün. Und der Geradeausverkehr von rechts fährt noch. Man müsste nochmal die KI-Pfade mal gucken, was jetzt die Ampelschaltungen betrifft. Und das ist ja auch mit der Spur hier etwas ungünstig. Dass jetzt die PKWs hier auf der Busspur stehen und im Endeffekt auf das Signal vom Bus reagieren. Das ist ich denke mal, die PKWs haben ja auf dem diesem Busbahnhof hier nichts zu suchen. Hallo. Hallo. Tag, Tag.
Also an der Kreuzung würde ich vielleicht für den Bus auch noch eventuell was anderes mir einfallen lassen, aber wie man die Linkskurve hier fährt. Also ein typischer Innenstadtbereich jetzt hier, also alles sehr gut gelöst. Guten Tag. Guten Morgen. Einmal Kurzstrecke bitte. Danke. Bitteschön. So, wo sind wir denn jetzt? Hans-Böckler-Straße. Also bisher bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Karte. Hallo. Also sowohl die Performance, Verkehrsführung, abwechslungsreich, also alles, was so eine Linie oder eine Karte ausmacht, schaut bisher sehr, sehr gut aus. Und wenn wir tatsächlich dann im Full Release dann die 16 Linien bekommen, und wenn es nur 10 Linien sind, ist es immer eine super Abwechslung. Auf dem Omsi-Markt, weil wir haben ja momentan wirklich leider in letzter Zeit nicht sehr, sehr viel neue Karten gekriegt. Und so viel, denke ich mal, wird auch nicht mehr kommen. Wobei, wenn man jetzt die Entwicklung von Lotus sich anguckt, dann dann glaube ich. Oh, die Marionettenstraße. Grüße an das Mario. Also hier ist mir aufgefallen in meiner Testrunde, dass hier diese Busampel nicht umschaltet. Deswegen fahre ich jetzt auch mal drüber. Da müsstet ihr echt mal gucken, ob das bei mir nur so ist. Ich habe da nämlich durch 3 Minuten gewartet und hat sich nichts getan. So, jetzt haben wir eine eigene Busspur. Und jetzt geht's in den Tunnel. Ich mag den Tunnel total.
Neue Mitte, Kreisverwaltung. Hallo. 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 Emma, Kurzstrecke bitte. Ja, Manni. Ausnahmsweise. Okay, das finde ich auch spannend hier. Also das mit Kollision zu fahren, das ist eine Herausforderung. Aber ich werde es auf jeden Fall ohne Kollision fahren. Auch weiterhin, das ist so mein... Weil hier ist wirklich nicht viel Platz. Aber schaut mega gut aus, also von daher. So, und da bin ich jetzt schon gestern ratlos da gestanden. Da müsstest du mir mal verraten, lieber Niklas, wo dann die Haltestelle ist, wo man hier anfahren soll. Ansonsten finde ich nämlich den Bahnhof sehr, sehr gut gelungen. Aber ich habe jetzt keine. Weil normalerweise steht ja alle Linien da hinten rein. Ich fahre es aber mal hier rum. Weil hier steht auch nirgendwo irgendwas dran. Ich gucke es mal mit meinem Fahrplan. Vielleicht steht das irgendwo. Beim Fahrplan steht auch nicht drin, welcher Steig das ist. Aber da hier vorne Leute stehen, stelle ich mich jetzt hier erstmal auf dem Steig 10. Auswertung kommt auch, von daher alles zu spät, zu spät, zu spät. Ja, auf jeden Fall. Ich gucke jetzt mal, ob wir ein schönes Foto machen können. Komm mal. Ich glaube, ich mache das jetzt so hier. Dass wir ein schönes Thumbnail haben. Jetzt ist hier nichts drauf, macht aber nichts. So. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir die 401 geschafft. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zugucken und sag mal bye bye, bis zum nächsten Video mit der 402 und mal gucken, wann es rauskommt, aber auf jeden Fall die nächsten Tage. Und bis dahin bleibt mir anständig, bis bald, tschüss.